Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Megadima. Im heutigen Video möchte ich folgendes Thema ansprechen. Über das reden, was jeder von euch kennt und schon mal positiv oder negativ erlebt hat. Ich möchte mit euch heute über die Nachbarn reden. Ich will ja damit nicht sagen, dass alle Nachbarn so schlimm sind, so wie es dein Nachbar behauptet. Okay, das war natürlich Spaß. Oder auch nicht. Zum Beispiel, ich persönlich hatte noch nie Probleme mit meinen Nachbarn. Naja, außer mit einem. Und den möchte ich euch heute vorstellen. Mein Nachbar Ralf. Okay, das reicht jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Kennt ihr das auch? Wenn du zum Beispiel von der Schule oder von der Arbeit oder von was weiß ich wo nach Hause kommst und trotzdem 300 Kaffeetassen und 400 Energy-Dosen immer noch müde bist, deine Laune ist auf Null und in deinem Kopf dreht sich nur ein Gedanke, so schnell wie möglich dein Bett zu erreichen und endlich einzuschlafen. Doch auf einmal fängt dein Nachbar an, seine Wohnung zu renovieren und dabei irgendwelche dämliche Lieder zu singen. Also für mich persönlich ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Naja, außer wenn der PC nicht funktioniert und der Kühlschrank leer ist. Schon wieder leer. Oder noch schlimmer, wenn du ganz entspannt vor dem Fernseher sitzt und dir einen geilen Film anschaust. Alter, was soll das? Ich kann dich immer noch sehen. Nein, das geht gar nicht. Wenn ich dich nicht sehe, dann siehst du mich auch nicht. Ach Ralf, hast du wieder vergessen, die Tabletten einzunehmen? Ja, hab ich wieder nicht, aber du kannst mich auch nicht zwingen. Das hatte ich gar nicht vor. Du kriegst mich aber nicht. Du Arschloch! Oh, Ralf! Immer dasselbe mit dir. Scheiße, hab ich die Milch vergessen. Ralf! Was hast du wieder angestellt? Und das noch als Bonus dazu. Ey, Dima! Oh mein Gott, Ralf! Du hast mich erschrocken! Was willst du hier? Nichts. Ich wollte nur gucken, was du hier machst. Ach ja, und diese zwei Spiele hier ausleihen und nie wieder zurückgeben. Hast du jetzt alles gesagt? Wenn ja, dann geh jetzt endlich nach Hause. Okay, Ralf geht jetzt nach Hause. Ja, geh jetzt lieber, bevor ich aufstehe. Jetzt verpiss dich einfach. Schlaf schön, du Opfer. Ralf, lass mich jetzt in Ruhe. Sonst wirst du wieder auf die Fresse bekommen, wie letzte Woche. Und das wollen wir doch beide nicht. Ralf kommt dich morgen nochmal besuchen, darf ich? Oh,
verpiss dich jetzt! Oh ja, ist ja gut! Okay, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mich abonnieren, kommentieren oder einen Daumen hoch geben. Und jetzt kann ich nur eins sagen. Ciao. Wir sehen uns bald wieder. Achso, ja. Ich wollte noch was sagen. Und zwar, falls jemand von euch schon mal sowas Ähnliches erlebt hat, dann kann er das hier unten als Kommentar hinterlassen oder auch eine Nachricht an dermegadima@wk.ru schreiben oder schicken oder... Ja. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Ciao.